Der italienische Modeschöpfer Gianni Versace ist ermordet worden. Er wurde vor seinem Haus in Miami im US-Bundesstaat Florida erschossen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei sucht nach einem etwa 25-jährigen Mann, der möglicherweise als Täter in Frage kommen könnte. Gemeinsam mit anderen Kollegen hatte Versace Mailand zu einem internationalen Modezentrum gemacht. Film- und Popstars gehörten zu seinen Kunden, für die er auch Parfums kreierte, sowie Uhren und Möbel entwarf. Der Tatort am vornehmen Ocean Drive in Miami Beach vor wenigen Minuten. Am Gartentor wurde Gianni Versace von einem jungen weißen Mann aufgelauert und zweimal aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Der Täter floh. Versace bekam sofort ärztliche Hilfe, aber als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Polizei steht mit ihren Ermittlungen noch ganz am Anfang. Das war kein zufälliger Mord und auch kein Raub, bei dem etwas schiefgegangen ist. Mehr wissen sie noch nicht. Vor einem Vierteljahrhundert war Gianni Versace als junger Revolutionär der Modeszene aus dem Süden Italiens in Mailand eingefallen. Seine Schnitte verlangten perfekt gebaute Trägerinnen und die schönsten Frauen der Welt trugen seine Kleider. Gianni Versace hat allein aus der Kraft seines Geschmacks ein Milliardenimperium geschaffen. Der kaltblütige Mord am Ocean Drive hat der Welt der Haute Couture eines seiner größten und erfolgreichsten Genies geraubt.